und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es wieder ein fixes und super leckeres Rezept. Wir zaubern jetzt nämlich ein super leckeres Flammkuchentoast. Das geht wirklich super fix, ist perfekt geeignet für Tage, wo man nämlich auch keine Zeit hat, irgendeinen Teig herzustellen. Denn wir benutzen nämlich einfach, also ich benutze jetzt hier in dem Rezept einfach Dinkeltoastscheiben. Die sind super lecker. Ihr könnt es natürlich auch mit allen anderen Toastscheiben machen, also mit denen, die ihr einfach am liebsten mögt. Und da wir wirklich nur ganz wenige Zutaten benötigen, würde ich mal sagen, zeige ich euch mal, was wir dafür benötigen. Für unsere leckere Toast benötigen wir einmal 6 Scheiben Dinkeltoast, ein Becher Schmand, das sind bei mir 250 Gramm. Dann benötigen wir 50 Gramm feine Speckwürfel. Dann habe ich hier eine rote Zwiebel, da habe ich auch schon mal ein bisschen Zucker drauf getan. Dann benötigen wir 2 Stängel Frühlingszwiebeln, die auch schon mal fein geschnitten, 1/4 Teelöffel Salz, ein bisschen Pfeffer. Dann benutze ich jetzt hier Gouda und Parmesan. Also als erstes heizen wir erst einmal den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor. Das habe ich hier im Hintergrund schon getan. Und danach verteilt ihr am besten schon mal die Toastbrotscheiben. Ich habe jetzt genau 6 oder das Rezept ist genau für 6 angepasst. Und die verteilt ihr schon mal auf eurem Backblech. Ich mache das jetzt auf dem James, weil da eignet sich die Größe einfach nur perfekt. Ich zeige euch das mal. Passen da einfach perfekt drauf. Als erstes würzen wir jetzt erst einmal die Schmandcreme mit Salz und Pfeffer. Geben wir erst einmal den Speck und die kleinen Zwiebelwürfelchen hinzu und dann ist die Creme auch schon fertig und dann verstreichen wir die auf unsere Toastscheiben. Ein kleiner Tipp, ich nehme immer den Löffel und gebe immer erst nur ein Löffelchen auf jede Toastscheibe und so verteilt man die Creme nämlich ein bisschen gleichmäßiger und hat dann überall auch gleich viel drauf. Und jetzt verteilen wir einfach nur noch die Frühlingszwiebelchen drauf. Die habe ich schön fein geschnitten, denn dann schmecken die auch schön zart. Und danach reiben wir einfach nur noch den Käse direkt drüber. Ich mache das wie immer mit den Microplane-Reiben einfach direkt drüber. So habt ihr quasi, wisst ihr ganz genau, wie viel drauf soll. Und jetzt wandern die Toastbrotscheiben einfach nur in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, wie vorhin schon gesagt, Ober-Unterhitze, einfach am besten so ziemlich weit unten hin tun. Und dann lassen wir das Ganze vermutlich so für 10 Minuten drin oder 12. Es kommt je nachdem drauf an, wie gut euer Backofen ist. Schaut einfach immer ab und zu mal rein, denn es sollte eigentlich nur noch die Käsecreme oder der Käsebelag sollte einfach nur goldbraun sein und dann ist es auch schon fertig. Also wenn es mal wirklich, wirklich schnell gehen muss, schmeckt das wirklich absolut fantastisch. Also es ist auch schon so super lecker. Aber gerade finde ich, wenn man den Zeitaspekt beachtet, ist das wirklich super schnell und einfach. Wir lieben dieses Rezept. Ihr könnt es natürlich auch abwendeln mit dem Belag eurer Wahl. Dieses Rezept ist wie gesagt genau abgestimmt für 6. Man kann es natürlich aber auch Hälfte-Hälfte machen und die eine Hälfte so und die andere Hälfte anders belegen. Und ja, das Rezept schreibe ich euch wie immer in voller Länge auf und das findet ihr dann auf meinem Blog. Alle Produkte, die ich benutzt habe, findet ihr auch. Da verlinke ich euch meinen Shop und schreibe ihr auch unten immer hin, was ich verwendet habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.